Was zum... Hey, Bomber! Du kommst gerade recht. Ich werde dir einen Rat geben, ja? Wenn du weiterhin so viel Aufsehen erregst, wirst du es irgendwann bereuen. Du solltest besser auf dich aufpassen. Hey, wie unangenehm. Dieser Kerl bedroht uns. Hä? Wenn er uns bedroht, dann war diese Drohmail vielleicht von Aurelius? Egal, von wem die Mail war, wir sollten von nun an noch vorsichtiger sein. Ja, Kupio, du hast eindeutig recht. Und willkommen zurück zu Paper Mario The Thousand Year Door. Uns wurde gesagt, an der Telefonzelle sollen wir nachschauen. Okay. Also halt, wir haben einen mysteriösen Brief, so eine E-Mail bekommen von X. Wer immer X ist. Und hat uns gesagt, geh zur Telefonzelle. Die ist ja hier vorne direkt. Aber ich frag mich immer noch, wer X ist und was er genau von uns möchte. Das sind alles Fragen, die wir herausfinden müssen. Aber alles mit der Zeit. Wir machen erstmal bis Number One. Hä? Ein Lagerschlüssel öffnet die Tür des Lagerraums in der Arena. Was zum... Scheinbar sieht er uns überall. Sind hier überhaupt Kameras? Ist das einer von den Toads hier? Woher weiß er, dass wir den Schlüssel haben und ruft uns jetzt direkt an? Geh ins Lager, neben Klappbauns Büro. X. In das Lager? Geh hinein. Er geht hier hin, geh dorthin. Lass uns das zu bunt mit dem. Das sagst gerade du, du buntes Yoshi, aber ja. Es wird langsam auch sehr mysteriös und irgendwie auch nervig. Geh hier hin, geh dahin. Du hast schon recht, du hast schon einen Punkt. Ja, schauen wir mal. Gehen wir mal von der anderen Seite lang. Also hier lang. Ich glaube, das ist schneller. Hopp. Okay, lass mal sehen. Hier nicht, oder? Nein, gerade oben in der zweiten Liga. Ja, nee. Und du? Lass nicht rein. Okay, zum Kampf. Das ist keine Robbe der ersten Liga. Unbefugnis Intrude nicht gestattet. Okay. Das ist die gerade Robbe des Champions. Ja. Ach, hier ist es. Du weißt also nicht, wer hier reingekommen ist? So ist es, Totskova. Ich habe Geräusche gehört, die aus dem Zimmer kamen. Okay. Überlass das mir und geh zurück an deinen Platz. Und sprich mit niemandem darüber. Was geht hier denn ab? Da! Du! Was hast du denn hier verloren? Halte dich fern von Orten, an denen du nichts zu suchen hast! Weißt du was? Nein! Nein, X hat mir den Hammer geschenkt. Ich glaube, ihm kann ich vertrauen. Ich werde den Lagerschlüssel benutzen und schauen, was sich hier da verbirgt. Ich werde es wagen und riskieren. Du bist das? Sieht man sich wieder, süßer Mr. Schnauzer. Bist du eine Freundin von Bomba? Wie du aussiehst, bist du bestimmt eine Diebin, oder? Also warst du es wahrscheinlich, die man immer aus diesem Zimmer gehört hat. Auf keinen Fall. Nur die Dilettanten machen Geräusche. Das muss doch irgendjemand anderes hier gewesen sein. Egal, aber du bist auf alle Fälle eine Diebin, oder? Ich habe jedenfalls alles gefunden, was ich gesucht habe. Und euch. Ihr könnt euch also nach Herzenslos bedienen. Also dann, Mister. Zeit, Adieu zu sagen. Oh Gott, schon wieder. Wow, das ist der berühmte Kuss? Und nur für dich, Bomba? Oh, ich bin neidisch. Übrigens, in dieser Arena gibt es eine Menge seltsame Orte. Passt auf, dass ihr nicht so endet wie die da oben. Also bis dann, Sir Mr. Schnauzer, wir sehen uns. Was? Also das war nicht X? Ich bin verwirrt. Und weg ist sie schon. Wie sich so ein Kuss von anfühlt. Warte mal, wenn ich erst erwachsen bin, dann. Aber eine Frage, Mama. Die da oben, was soll das eigentlich heißen, die da oben? Ja. Ich glaube, X muss es gerade beantworten, oder? Oh. Finde den Schalter, um nach oben zu kommen. X. Der Schalter für die Treppe? Kannst du mir sagen, wo hier eine Treppe sein soll? Stimmt, irgendwer hat doch erzählt, in diesem Raum gibt es einen Weg nach oben, aber keine Treppe. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich dachte, das muss man machen. Vielleicht den Wirbelschlag einsetzen. Nee.
Und vielleicht hier? Nee. Aber da stimmt doch irgendwas nicht. Hoch komme ich halt auch nicht. Rüberflattern auch nicht. Finde den Weg, sagt er. Kann ich es mir nochmal anschauen irgendwo? Achso, hier übrigens, hier. Ein frisch geschlüpfter Yoshi, klein, aber frech. Ja, wollte ich nur zeigen. Mail Receiver, hier ist es. Ne? Ah, hier. So. Kein Betreff von Anonym. Finde den Schalter, um nach oben zu kommen. Also sagt er damit, hier in diesem Raum ein Schalter vielleicht? Oder was soll das bedeuten? Kann ich irgendwie rein? Nee. An der Wand? Luigi's Mansion Style? Nee. Oder? Vielleicht diese Zeitungen hier? Nö. Vielleicht ist es aber auch nicht in diesem Raum. Vielleicht meinte er damit, sollen sie generell umschauen für einen Schalter. Klappe ins Büro. Okay. Vielleicht hier drin? Das muss ich jetzt ernsthaft suchen. Ich habe keine Ahnung, wo das sein könnte. Achso, wenn wir sowieso schon mal hier sind, können wir uns da mal kurz ausruhen. Ja, ich schätze, ich werde mich mal umschauen. Oh! Ich habe mir schon überlegt, so, was habe ich denn noch überhaupt in meinem Team? Arona kann ich endlich mal benutzen, schaut mal. Die Kisten sind fake. Das muss ja heißen, dass die hier auch fake sind. Ja, so ist es. Die können wir alle zerhämmern. Boah, Alter. Wie so Glassplitter gehen die kaputt. Ein Schalter. Und ein Schatzspielorden. Hört den Schaden, den dein Partner beim nächsten Angriff verursacht. Ah, ein Charge-Orden aber für Partner. Verstehe. Sehr nice, sehr nice. Weiß aber nicht, ob ich ihn benutzen werde. Okay, aus dem Mist kommt hier einfach eine Treppe. Wowee. Ja, okay. Wenn die schon mal hier ist, die Treppe, nutzen wir die auch. Und schaut mal einer an. Endlich nach Jahrhunderten eine weitere Insignie der Sonne. Aber irgendwie fehlt mir jetzt noch ein bisschen was. Können wir die wegblähen? Nee. Mir fehlt hier irgendwie ein bisschen was. Ein Schlüssel zum Beispiel. Warte. Das hier vielleicht? Ach. Jetzt seh's. Der kleine Boshi, der kann uns hier rüber. Oh, flattern. Oh mein Gott, das klappt. Gepasst. Bam. Darf ich gerne ran? Ich weiß auch, wie ich rankomme. Und zwar mit ihm. Ja, nicht klar. So nicht. Jetzt. Ja. KP plus P. Erhöht die Gesamt-KP deines Partners um 5. What? Das klingt ja endgeil, aber das ist bestimmt... Ja, ich wollte schon sagen, es ist 6 OP. Ja, die nächsten Level-Ups müssen wir wieder OP leveln. Ganz ehrlich, mit den Leben wird es immer knapper, aber ehrlich gesagt will ich die gar nicht leveln. Also im Moment nicht. Ich finde, so wichtig ist es gerade noch nicht. Aber mal schauen, vielleicht werde ich halt demnächst Game Over gehen, weil ich zu wenig Leben habe. Wir werden sehen. Was geht denn hier einfach ab? Hä? Da ist jemand unter uns. Moment mal. Ui, ja! Nein? Gibt es hier einen Ausweg irgendwo? Es muss doch hier irgendwo... Das hören die bestimmt nicht, wenn ich hier so gegenhau. Ach, jetzt merke ich es. Das sollen hier Rillen sein. Und ich kann mich hier durchsliden. Ja. Oh Mann. Ich Spätchecker. Aber das führt doch nur hier hinaus. Ja toll, jetzt bin ich wieder hier, aber... Den Schlüssel habe ich... Habe ich den Schlüssel? Bin ich blöd? Ja, ich bin blöd, ich habe den Schlüssel nicht. Irgendwas fehlt da noch. Lass uns nochmal umschauen. Irgendwas wahrscheinlich übersehen zu haben. Kann ich hier hoch? Warte mal. Nee. Alles Decke. Weil da ist jemand. Die reden, aber wir können sie nicht verstehen. Was ist denn hier? Ah, ein Guckloch, ein ganz kleines. Aber in dem Lager ist niemand, oder? Nein, die Tür ist fest verschlossen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich verwalte dieses Lager sehr gründlich. Wahrscheinlich waren es nur ein paar Mäuse. Es waren wirklich eine Maus.
Ja, schon in Ordnung. In dem Lager gibt's ohnehin nichts zu stehlen. Du hast ja gut aufgeräumt. Aber was ist eigentlich aus Marone geworden? Ich habe noch nichts über ihn herausfinden können. Deshalb habe ich seine Registrierung gelöscht, wie es die Regeln verlangen. Der Kerl von Marone existiert also für unser Unternehmen nicht mehr. Also war Marone nicht der Cooper? Genauso habe ich es auch mit den anderen verschollenen Kämpfern gemacht. Bereits 5 in diesem Jahr. Es passiert immer häufiger, dass Kämpfer verschwinden. Wie kommt das nur? Inzwischen geht das Gerücht, die Arena sei verflucht. Also, Herr Klapperhund, ich verstehe das auch nicht. Sag den anderen Kämpfern, Marone wäre in seine Heimat zurückgekehrt, okay? Es muss auf jeden Fall geheim bleiben, alles vertuscht werden, dass Kämpfer hier einfach verschwinden. Wenn diese Info publik wird, laufen Zuschauer und Kämpfer davon. Ja, alles klar. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Herr Klapperhund. Übrigens, du machst deinen Job sehr gut, aber manchmal verschwindest du plötzlich. Ich frage mich, was du da immer so machst. Herr Klapperhund, ich habe doch auch Recht auf ein Privatleben, oder? Ach, noch etwas. Hast du schon einmal davon, von diesen Sternjuwelen gehört? Nein, nie gehört. Gut verstanden. Also gut, dann brauchst du jetzt gehen. Ja, sie ist halt manchmal in der Bar mit ihrem Kleid. Also ich glaube, es ist die gleiche. Trotzdem, langsam gehen mir die guten Kämpfe aus. Nur dieser Bomber, der ist wirklich großartig. Ein echter Spitzenmann. Wow. Hey, Bomber, hast du das gehört? In letzter Zeit verschwinden also immer wieder Kämpfer. Sogar Marone, der war doch aus der 2. Liga. Wollte er nicht aufhören und heimkehren? Ja, hat er gesagt. Hey, ist da jemand? Piep, piep, bin eine Maus, piep, piep. Da habe ich großes Mausproblem hier. Eine Maus. Und ich dachte schon, da hätte ich jemand versteckt. Gut, dann also wieder zurück in die Arbeit. Als Ansage. Nächsten Kämpfer ansagen. Verstehe. Puh, das ging ja gerade noch mal gut. Boah, ich war ein bisschen zu laut. Hast du auch gehört, dass Klappern von Sternjuwelen gesprochen hat? Und diese Townscover scheint mir auch nicht ganz sauber zu sein. Aber verdrücken wir uns lieber, bevor wir entdeckt werden. Da hast du eindeutig recht. Warte, hier muss man wieder runter, ne? Lag? Das hab ich noch nie gehabt, dass das Spiel mal gelaggt hat. Aber okay. Einmal in so 20 Stunden. Ist okay. Von der Performance her. Ich glaube, es wäre aber besser, wenn wir mal kurz abspeichern, bevor wir jetzt die nächsten Kämpfe antreten. Na gut, also ich schätze, dann machen wir halt noch die letzten paar Kämpfe fertig, oder? Na gut, dafür müsste ich jetzt natürlich erstmal wissen, wo ich überhaupt rein muss, aber das war ja, glaube ich, hier, yes. Okay, ja, dann machen wir die, was war das, 3 Kämpfe oder so, die noch übrig bleiben, fertig? Und dann sind wir fertig. Und ach, diesmal habe ich dran gedacht, Gombrina reinzuwechseln, haha. Ihr könnt mich mal. Oh, Bomber, du bist jetzt zu kämpfen. Ja, okay, der nächste Gegner, Rang 3, du kämpfst gegen das Brüder-Trio. Du darfst niemanden, nichts und niemanden Schaden zufügen. Deine Partner sind beim Publikum sehr beliebt. Gib ihnen eine Chance, sich zu zeigen. Und zeig mir einen guten Kampf. Ach so, ich darf keinen Schaden machen, aber meine Partner sollen die erledigen. Okay, verstanden. Das wird aber sehr schwer. Also das klingt auf jeden Fall wie eine sehr schwere Mission. Aber okay. Wir sind jetzt bei Rang 3. Also unser Gegner ist Rang 3, wir sind Rang 4. Aber ihr wisst, was ich meine. Die Kämpfe, die werden schon anspruchsvoller und da sind die. Okay, Bomber Luigi gegen das magische Dreieck, das Brüder-Trio. Ja, lass uns jemals besiegen. Zehre meines verblichenen Großvaters werde ich dich besiegen, Bomber. Let's fight. Zu deinem Großvater? Hä? Okay, ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ich war da nirgendwo dabei, Kollege, aber okay. Nur dein Partner darf dem Gegner Schaden zufügen. Na gut, aber das Problem ist, mein Partner muss erstmal dreimal scannen. Also mache ich das zuerst. Jump. Yeah. Das ist der Hammer, Bruder. Die 5 Attacken dieser Gegner kennst du schon lange. 7 KP, 4 Angriff, 1 Verteidigung. Wird er schwächer, wirft der Hammerbruder mehrere Hämmer miteinander. Die Kerle sind stark, also nimm dich vor ihnen in Acht. Aber wohin nehmen sie nur die ganzen Hämmer, die sie immer werfen? Naja, aus dem Panzer würde ich mal vermuten, oder? Also, keine Ahnung, würde ich jetzt einfach so vermuten. Ja, okay, aber wenn, sagen wir mal, die haben jetzt alle
7 Leben. Das werden wir gleich checken mit dem Scanner. Aber wenn wir mal sagen, wir haben alle 7 Leben, wird das gar nicht mal so schwer, glaube ich. Müssen wir halt den richtigen... Boah. Müssen wir halt den richtigen Begleiter gleich auswählen. Ohne noch zweimal Schäden. Das gesehen. Der Bumerang geht nochmal zurück. Ich meine, okay, das macht einen Bumerang. Aber unsere Helden wussten es wahrscheinlich nicht. Das sind Feuerbrüder. Feuerbrüder sind feuerspeiende Hammerbrüder. Nein, sie speien nicht. Sie werfen den Feuer, die Feuerbälle aus ihren Händen, glaube ich. 7 KP, eine Verteidigung. Achtung, steckt deine Verteidigung fehl, kannst du eventuell Feuer fangen. Je schwächer sie werden, umso heftiger werden die Angriffe der Feuerbrüder. Ist doch so. Ja, ich denke mal, mach nochmal die Schweinlage. So, und dann nächste Runde scannen und Partner auswechseln zu Yoshinsky, würde ich sagen. Aua. Oh, nein, kein Feuer fangen, bitte. Oh, das ist böse, das ist richtig böse zum Time. Ja, Mario ist auch schon fast down. Ich habe das Gefühl, Mario wird jetzt auch down gehen. Aber, es tut mir leid. Ich glaube, ich kann da nichts machen. Doch, warte, ich kann was machen. Moment, ich habe eine Idee. Lass mich einfach den Scannen. Scannen? Was? Den Scannen! Ich glaube, wenn man A und B gleichzeitig drückt, nachdem man jemanden gescannt hat, dann macht das so cool. Okay. Das sind Bumerang-Brüder. Bumerang-Brüder sind, naja, Hammer-Brüder mit Bumerang. 7 KP, 2 Angriff, 1 Verteidigung. Ihr Bumerang kann dich zweimal treffen, also achte auf seine Flugbahn. Und Achtung, die Attacken der Bumerang-Brüder werden heftiger, wenn ihre KP sinken. Ach nee, muss das? Boah, ich glaube, da esse ich jetzt mein Hotdog, oder? Habe ich noch was anderes, was ich essen könnte? BP, BP, KP. Nee, komm, essen wir den Hotdog. Auch wenn die BP jetzt ein bisschen verschwendet sind, weil wir sind noch full. Mario selber war nicht full. Er hatte ziemlich Hunger. Ah, Mist. Ja, Gumbrina darf aber auf keinen Fall down gehen. Boah. Der Anfang von der Attacke ist super schwer, finde ich. Okay, folgendermaßen. Mario wechselt aus zu Little Boshi. Und Little Boshi macht den Saugmatz. Sehr schön. Oh Gott, das wird ein richtig schwerer Kampf, sehe ich gerade. Boah, Alter, wie viel Schaden bitte noch? Wir sind tot, oder? Alter. Ja, geil, jetzt brennt Mario auch noch und tot. Okay. Ja, Top 3 ist richtig stark. Wir haben ein Ergebnis. Ich bin das Brüder-Trio. Großvater, hast du das gesehen? Ich hab gesiegt. Alter. Tja, eine Münze kriegst du trotzdem noch. Trostpreis halt. Danke. Da fühle ich mich jetzt so viel besser. Alter. Ach, das zählt hier gar nicht als Game Over. Man kann hier gar nicht in dem Chapter Game Over gehen. Okay. Ja gut, also ich würde sagen, wir versuchen es direkt erneut. Aber jetzt haben wir halt den Vorteil, dass wir sofort angreifen können. Obwohl, so wie ich das Spiel kenne, werde ich jetzt eine viel einfachere Mission bekommen. Also, schade. Aber Junge, die waren extrem stark, finde ich. Im folgenden Kampf solltest du keine Hammerattacken benutzen. Ich bin gespannt, wie du dich ohne Waffen schlägst. Hä? Also die dürfen Waffen benutzen, aber ich nicht? Ist ja total unfair, aber okay, es ist ja auch irgendwie eine Challenge. Er möchte ja auch, dass wir einen guten Kampf zeigen. Die zeigen einen schlechten Kampf mit ihren Hämmern. Oder was auch immer die noch dabei haben. Also das ist wirklich der Kollege hier drin. Oder? Ist er das nicht hier? Den wir gerade gesehen haben? Könnte sein. Na gut. Alles gescannt. Wir haben gelernt. Und jetzt geht's richtig ab. Der hat sogar einen Orden. Seht ihn. Angriff. Nicht, dass sie den Orden einsetzt. Mario muss ihn sofort ausschalten. Keine Hammer-Angriffe. Verstanden. Aber niemand hat was gegen ein Maxi-Beben gesagt. Also werde ich das einsetzen. Das macht... macht das One-Shot? Wegen der Verteidigung bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das kann sein, dass der Hintere mit einem Leben überlebt und wir noch weiterkämpfen müssen, aber... Ansonsten, die beiden Vorderen werden auf jeden Fall jetzt erstmal sterben. Ich meine, sie werden K.O. gelegt. Wir sind ja gerade auch nicht gestorben, wir sind ja nur K.O. gelegt worden.
Und jetzt darf ich das Timing nicht versauen, aber es passt. Boah, knapp. Ich muss echt zugeben, am Ende habe ich mich ein bisschen nicht getraut zu drücken. Oder habe zu schnell gedrückt. Hat aber gepasst und ja, der lebt noch, war klar. Boah, Alter. Dieser Schaden ist schon nicht ohne. Stirb! Dun, dun. Yeah! Aber auch cool, weil ich A und B spamme. Ja, dadurch kriegt man halt ein bisschen mehr Sternenpunkte, wenn man eine Attacke zu Ende ausgeführt hat. Genau. Und das war Steam. Und der Gewinner ist Bombaluigi! Selbst schuld! Der Kampf war nicht einfach. So, 22 Münzen diesmal. Wow. Okay. Crazy. So, du bist schon in Top 3. Mhm. Das sind wir auf jeden Fall. Warte mal. Hört ihr das auch? Ah, wieder diese X wahrscheinlich, oder? Lass mal sehen. Letzte Warnung. Hör auf, nach dem Sternjuwel zu suchen. Sonst erwartet dich das gleiche Schicksal wie den letzten Vermissten. Hm? Der Kerl, der uns diese Mail geschickt hat, weiß sowohl über die Sternjuweler als auch über die Vermissten Bescheid. Der könnte uns bestimmt über all diese Rätsel aufklären. Aber wer könnte das nur sein? Ja, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie macht mir das schon Sorge, wenn ich ehrlich bin. Er warnt uns, dass wir die letzten beiden Kämpfe nicht machen sollen. Wir sollen einfach aufgeben? Wir können nicht einfach aufgeben. Können wir das? Sollen wir das? Nein. Nein. Wir speichern ab. Dass wir einmal Game Over gegangen sind. Passt schon. Ich komme drüber hinweg. Und wir kämpfen direkt gegen den Rang 2. Vorletzter Kampf. Leider reicht heute nicht mal aus für alle Kämpfe, aber ist okay. Machen wir nächste Folge als spannender. Okay, Rang 2. Du kämpfst gegen die Feuerkettenhunde. Bevor du kämpfst, solltest du keinen Sprung benutzen. Ich möchte einen fairen Kräftevergleich sehen. Okay, sehr guten Kampf. Oh, hä? Was lässt du? Bamba, für dich ist etwas abgegeben worden. Ich lasse es dir hier. Ob du es essen willst, musst du selbst entscheiden. Ein Kuchen. Ich mag Kuchen. Oh! Hey! Bomba, keine Zeit, du musst los. Okay, dann esse ich den Kuchen gleich. Oh, bitte nimm mir niemand meinen Kuchen weg. Vielleicht ist der von Peach. Wer weiß. Wir haben schon länger nicht mehr vorbeigeschaut, was sie macht. Oh Gott, was sind das für Kettenhunde? Die brennen ja schon. Bomba Luigi gegen die roten Stahlkugel, die Feuerkettenhunde. Wir lassen uns trotzdem nicht besiegen. Okay. Also die brennen halt nicht, aber die sind so rot. Wie lange die wohl in der Sonne geblieben sind. Die liegen da. Das kann ich schon benutzen. Okay, hab's verstanden. Aber was kann ich denn dann überhaupt benutzen? Gumbrina, hilf mir mal ein bisschen aus hier. Was geht hier ab? Das ist ein roter Kettenhund. Rote Kettenhunde sind bissig und, naja, rot. 6 KP, 5 Angriff, 3 Verteidigung. Ihre Angriffe sind heftig, du solltest sie also lieber rasch besiegen. Allerdings ist ihre Verteidigung auch nicht ohne. Dafür haben sie wenig KP. Vielleicht helfen dir Items oder Sternattacken? Und die rote Farbe? Das heißt, Clubbone hätte sie einfach angemalt. Warte, das sind Clubbones Hunde auf Rang 2? Okay, vielleicht sind es auch nicht seine Hunde, aber es klang jetzt zumindest so. Okay, ich glaube wirklich, dass wir die nur mit unserem Sternbeben besiegen können. Was bedeutet? Machen wir ein paar Schaueinlagen. Itzobi! Alter, nur Piranha-Pflanzen schauen zu. Die feiern die Hunde so ab hier. Boah! Boah, die 5 Schaden sind schon ärgerlich. Das ist wirklich nicht einfach auszuweichen. Glaubt mir. Okay, ich darf keinen Sprung einsetzen. Das zählt wahrscheinlich auch als Sprung. Komm, Gumbrina. Macht so viele Sternpunkte. Ja? Nein? Yes! Hohoho. Ihr werdet es noch bereuen, euch einen Rang 2 zu schimpfen. In einem
Glaubt mir. Okay, ich darf keinen Sprung einsetzen. Das zählt wahrscheinlich auch als Sprung. Komm, Gubrina. Macht so viele Sternpunkte. Acht! Der ist ja einfach nur aufgetaucht und hat gekämpft. Nimm mal diese Publikumköpfe. Nein! 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 Zu früh! Nein! Och nö! Und jetzt? Boah, Gumbrida ist fast down. Jetzt ist es auch höher. Hab ich den. Ich hab den Orden nicht mehr ausgerüstet, ne? Mit. Nein, den habe ich nicht ausgerüstet. Ich kann mich nicht buffen. Und ich glaube. Was könnte ich denn jetzt gegen die machen? Ich könnte die, glaube ich, aufessen mit Yoshi. Zumindest ist es gerade das Einzige, was mir einfallen würde, was vielleicht funktioniert. Probieren wir es aus. Nom. Es hat geklappt. Oh, danke, Little Boshi. Danke. Oh, das war knapp gegen Ende. Ich hab das Timing einfach versaut. Oh nein. Und der Gewinner ist Bombe Luigi. Der Schuld. Ja. Wir sind krass, Mario. Ja, das sind wir. Definitiv. Es geht da ab. 24 Münzen. Hier. So, Rang 2. Okay, viel Glück. Danke. Aber sag mal, was ist denn hier eigentlich passiert? Hey, Bamba, schau dir das ja an. Oh, hab den Kuchen gegessen. Mein Körper gelähmt. Der Kuchen war vergiftet? Ein Glück, dass wir ihn nicht gegessen haben. Alter, aber der letzte Kuchen war in Ordnung. Wir haben ja schon mal einen Kuchen gegessen. We dodged a bullet, könnte man hier sagen. Also, wir sind ganz knapp dran vorbei. Ha, interessant. Ich hoffe, ihr seid nicht ganz knapp dran vorbei an dem Like, denn darüber würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den drücken könntet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Paper Mario The Thousand Year Door. Das Legenden-Ionentor-Ding. Wo wir dann den Champion besiegen und dann herausfinden, wie es weitergeht. Werden wir wirklich sterben? Die haben uns ja gedroht. Aber komm, Mario ist doch stark, oder?